Ja, danke vielmals, Professor Aimo Brunetti. War sehr spannend. Wir alle haben, glaube ich, in dieser halben Stunde nochmals sehr viel gelernt. Über die Inflation haben wir sehr viel erfahren, viele interessante Aspekte zur Inflationsweiterentwicklung gehört. Das wollen wir jetzt in unserem Panel noch weiter vertieft diskutieren. Aber ebenso wollen wir natürlich die andere spannende Debatte rund um die Too-Big-to-Bail-Thematik mit Professor Brunetti anschauen. Too-Big-to-Bail, das ist... Ja, genau. das ist wirklich ein Preutscher, genau, das ist schön. Ich möchte zunächst noch mit dem Thematik Inflation einsteigen. Sie haben ja am Anfang gesagt, ja, die Notenbanken, die waren viel zu lange, haben sie viel zu lange gezögert nach den langen Tiefzinsen. Wie erklären Sie sich, dass die Notenbanken so lange gezögert haben? Ich glaube, es ist halt, ich meine, im Nachhinein ist es immer sehr, sehr einfach zu sagen, es ist ja offensichtlich, oder? Aber es ist natürlich die Abfolge einer Inflations, wenn wir bei quasi Nullinflation sind und in einen Inflationsprozess kommen, sieht es am Anfang natürlich, kann man sehr einfach sagen, ja, das sind natürlich einmalige Schocks. Und wenn einmalige Schocks, nehmen wir an, die Erdölpreise verdreifachen sich, natürlich haben wir dann Inflation, aber da soll die Geldpolitik nichts dagegen tun, weil sie kann nichts gegen die Erdölpreiserhöhungen tun. Und wir hatten, wie ich gezeigt habe, eine ganze Reihe von Schocks, die offensichtlich waren, die alle in die gleiche Richtung gingen. Also es war klar, dass wir am Anfang argumentiert haben, das sind Schocks und das sind preissteigernde Schocks, aber wir haben jetzt 20 oder 30 Jahre Preisstabilität gehabt. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die Leute die Märkte und die Leute durch das durchschauen und dann eigentlich sehen, dass nach diesem Schock wir eigentlich wieder Preisstabilität haben. Und deshalb ist verständlich, dass man eine gewisse Zeit gewartet hat, aber im Nachhinein hat man schon sehr lange gewartet. Es gab einige Ökonomen und Ökonomen, die schon vorher gewarnt haben, aber das ist nicht immer so, logischerweise. Aber ich glaube, da hat man schon die Kombination gehabt aus einer sehr langen Preisstabilität, wo man einfach das Gefühl hat, this time is different, oder? Wir sind jetzt nicht mehr in den 70er Jahren, sondern wir sind in einer anderen Konstellation und etwas vergessen hat, dass dann halt, wenn es dann wirklich nach oben geht, wird die 70er Jahre sich schnell wiederholen. Wie bei der Finanzkrise. Oder dort hatte man auch Bankenkrisen, das hatte man 30 oder 40 Jahren global nicht mehr und hat dieses Thema ein bisschen gesagt, ja, das ist nicht mehr, da haben wir eine andere Konstellation, aber das kommt halt immer wieder zurück. Ist gut für Ökonomen und Ökonomen, dass die Modelle und die Grundüberlegungen, die man so in der Einführungsvorlesung macht, dass die halt letztlich sich immer wieder durchsetzen. Aber wie gesagt, nachhinein ist es immer einfach zu kritisieren, aber es war sicher zu lange gewartet. Sie haben im Referat mehrmals angedeutet, ja, dass Sie davon ausgehen, dass die Zinsen noch weiter steigen müssen. Da möchte ich noch etwas genauer den Finger drauf legen. Ich meine, letztendlich, das ist für uns alle eine der ganz wichtigen Fragen jetzt für die weiteren Aussichten an Finanzmärkten. Sie haben im Referat gesagt, nur eine restriktive Geldpolitik kann steigende Inflationserwartungen brechen. Jetzt am Schluss konkret gefragt in der Schweiz, ist die Schweizerische Nationalbank derzeit genügend restriktiv? Ich glaube es nicht. Nein, ich glaube, dass die Zinsen, also ich glaube, die SNB wird da, was man hört an Verlautbarungen, gehen wahrscheinlich die meisten davon aus, dass die SNB noch Schritte macht. Sie macht das halt so im Vierteljahrestakt, sie macht es nicht dazwischen. Im Moment sind die Zinsen einfach zu tief im Vergleich zur Inflation. Also auch in der Schweiz haben wir Zinsen, die deutlich unter, also diese Policy Rates, die deutlich unter der Inflationsrate liegen. Wenn man nicht davon ausgeht, dass die Inflationsrate jetzt schockartig nach unten geht, haben wir einfach zu negative Realzinsen. Und dann ist klar, dass man eigentlich restriktiver werden muss. Also das heißt im Klartext, Sie erwarten auch in der Schweiz nochmals gleich mehrere Zinsschritte? Das ist schwer zu sagen. Im Moment sind alle Zentralbanken, sagen das auch, sie fliegen auf Sicht, oder? Was man eigentlich normalerweise nicht so gerne macht in so einer Situation, aber für sie ist absolut entscheidend, was passiert mit den in den nächsten 2-3 Monaten mit der Inflation und vor allem mit der Kerninflation. Ja. Oder wenn Sie sehen, bei der Kerninflation, wenn man da wirklich einen starken Dreher sieht, dann sieht man im Moment den Euroraum zum Beispiel gar nicht. Oder? Ja. Aber wenn man den sehen würde und gleichzeitig die Inflationsrate runtergeht, dann braucht es wahrscheinlich nur noch 1-2 Zinsschritte. Wenn das aber weiter nach oben geht, braucht es noch mehrere. Mhm. Schauen wir die Eurozone noch etwas genauer an. Definitiv zu wenig entschlossen war ja gerade auch die Europäische Zentralbank in der ganzen Inflationsbekämpfung. Die sind hinten an. Was sind die Folgen?
Die Folgen sind, dass die Inflation jetzt halt sehr, sehr hoch ist in vielen Ländern und dass es wahrscheinlich teurer wird. Ich meine, je länger die Inflation hoch ist, desto stärker schwappt es über auf die Inflationserwartungen. Wenn die Inflationserwartungen mal gestiegen sind, das wissen wir aus der Vergangenheit, dann müssen wir relativ stark dagegen drücken. Und dann heißt das, je länger man wartet, desto tiefer wird eigentlich die Rezession, die man auslöst durch die restriktive Geldpolitik. Im Moment hofft man noch, dass man eine sanfte Landung hinkriegt. Aber je länger die Inflation hoch bleibt, desto unwahrscheinlicher ist das. Wesentlich entschlossener sind die USA. Jerome Powell, wie beurteilen Sie die aktuelle Geldpolitik der USA? Also auch die USA war ziemlich stark hinter der Kurve. Also da waren die Zinsen noch auf Null, da hatten wir schon sehr, sehr hohe Inflationsraten. Sie waren die Ersten, die dann wirklich sehr stark die auch die Kommunikation geändert haben und dann wirklich auch nach oben gegangen sind. Inzwischen ist die Kommunikation eigentlich überall die gleiche, nämlich wir werden das entschlossen bekämpfen. Aber auch in den USA gehe ich davon aus, dass es mindestens noch einen Zinsschritt gibt, wenn es nicht eine relativ starke abschwächende Inflation gibt. Also die neuesten Verlautbarungen sind, wir warten noch den Arbeitsmarktbericht ab und wir schauen noch die Inflationsentwicklung. Aber auch da, wenn Sie die Inflationsrate vergleichen mit den kurzfristigen Zinsen, das ist nicht ein schlechter Indikator, weil Sie müssen eigentlich die zukünftige Inflation berücksichtigen. Aber diese naiv gerechnete Realzinsen sind auch da extrem tief. Sie haben uns gesagt, dass die Erwartungen der Märkte eben, dass die Zinsen dann, sage ich mal, stabil bleiben oder sogar noch sinken. Das ist nach wie vor in den Märkten drin, dass es aus Ihrer Sicht unrealistisch ist. Haben denn, ich nehme die andere Seite, nicht die Märkte, sondern haben die Notenbanken die Lehren gezogen wirklich? Weil wir haben gesagt, sie haben zu lange gezögert, sie haben lange eine Fehleinschätzung gemacht. Und jetzt? Was ist Ihr Eindruck? Ich habe Haben den Eindruck, dass die Sie. Notenbanken die Situation wirklich erfasst? Ja, ich glaube es schon. Also, es ist natürlich eine ganz schwierige Konstellation gewesen. Viele Ökonomen und Ökonomen, ich auch, habe seit Jahren gesagt, die Geldpolitik ist viel zu expansiv. Oder bei der Finanzkrise war klar, da musste man die Zinsen, das wusste man aus der großen Depression, da muss man aggressiv die Zinsen senken. Aber kein Mensch versteht, warum die Zinsen eigentlich noch in den sehr guten Jahren vor der Pandemie praktisch auf Null waren. Oder? Da hatten wir extrem tiefe Zinsen. Das Argument war immer, ja, wir sehen ja keine Inflation. Ja, es gab eben die strukturellen Dinge, die ich gesagt habe, gingen eben noch in die andere Richtung, aber wir haben natürlich gewaltige Asset Price Inflation gesehen, oder? Also wir hatten in einem breiten Kontext wirklich gesehen, dass das überhitzt war. Und da ist natürlich für Sie, ist eine alte Diskussion bei den Zentralbankern, sollten wir etwas gegen Finanzmarktausschläge tun? Sollten wir quasi lean against the wind, oder? Und da haben viele Zentralbanken gesagt, nein, wir haben ein enges Mandat, wir konzentrieren uns auf die Konsumentenpreise. Und wenn man sich wirklich auf die Konsumentenpreise konzentriert, dann war die Geldpolitik eigentlich okay vor der Finanzkrise. Aber man hat jetzt einfach vor der Pandemie, aber man hat jetzt einfach gesehen, da war man eigentlich schon in einem extrem expansiven Umfeld, das dann noch expansiver wurde. Ja, und dann war man einfach zu spät. Ganz wichtig, Sie haben noch diesen Zielkonflikt angesprochen. Also wir haben ja einerseits eben klassische Inflation, andererseits haben wir jetzt diese Finanzmarktturbulenzen, die US-Regionalbankenkrise eben, welche jetzt die Inflationsbekämpfung auch erschwert. Ganz am Schluss wurde ich hellhörig in Ihrem Referat, weil Sie haben gesagt, ja, wenn es jetzt nicht genügend entschlossen die Inflation bekämpft wird, dann könnten wir wieder in wesentlich langfristige Inflation geraten. Sie haben Volcker erwähnt, Sie haben die Wahnsinnszinsen in früheren Dekaden erwähnt. Wie groß ist das Risiko, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir trotzdem vielleicht in solch eine Dekade hineinsteuern? Darum die Frage, haben die Ja, Notenbanken die Lehren gezogen? ich glaube, oder da kann man einen ganz generellen Punkt machen. Wir Ökonomen und Ökonomen sind schlecht im Prognostizieren. Kann man, glaube ich, sagen, oder? Es ist auch nicht ganz einfach. Aber wo wir relativ gut sind, glaube ich, ist, dass man Lehren aus vergangenen Konstellationen zieht. Oder die große Depression hat man so gut analysiert, dass die große Finanzkrise nicht zu einer zweiten großen Depression wurde. Das kann man relativ klar sagen. Man hat die richtigen Dinge gemacht, die man damals nicht gemacht hat. Oder? Und ich glaube, im Moment, ich sage nicht, es ist nie genau gleich, oder? Aber die Konstellation ist ähnlich. Die 70er Jahre sind trotzdem bei den Zentralbanken noch relativ präsent, ist lange her, aber man hat die sehr gut analysiert und man weiß, dass man dort wirklich den Fehler gemacht hat. Auf die kleinste Inflationsreduktion hat man sofort reagiert und gesagt, ja, jetzt ist das Problem gelöst, jetzt können wir eigentlich wieder die Zinsen senken und zumindest nicht mehr ansteigen lassen. Und das
die Lehren aus diesen Lohnpreisspiralen, die dort entstanden sind, die spielen jetzt schon eine ganz wichtige Rolle, glaube ich, in der Argumentation der Zentralbank. Und deshalb glaube ich schon, dass sie die Lehren daraus gezogen haben. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass man in eine Situation kommt, wo man die Zinsen auf 20% erhöhen muss, wie seinerzeit Paul Volcker. Aber mit dem kleinen Vorbehalt, wenn wir natürlich sehr starke Finanzturbulenzen hätten, dann könnte es sein, dass den Zentralbanken die Hände gebunden sind. Wir sind weit davon entfernt, aber es kann natürlich sein, dass noch versteckte Risiken von vielen Finanzmarktteilnehmern, die halt nicht mit diesen steigenden Zinsen gerechnet haben und overleveraged sind, das weiß man halt nicht, was auch im Schattenbankensektor hier läuft. Aber im Moment hat man nicht den Eindruck, dass es so ein breiter Flächenbrand ist. Aber wenn das passieren würde, dann hätte man schon einen sehr großen Zielkonflikt. Lehren ziehen können Ökonomen auch aus der ganzen US-Regionalbankenkrise, auch aus dem Niedergang der Credit Suisse, welche ja auch ganz grundsätzliche Fragen aufgeworfen hat. Damals gab es ja das Zitat: keine weitere Bankenrettung durch den Staat. Diese Forderung wurde nach der Finanzkrise 2008 laut. In der Praxis wurde genau diese laute Forderung von 2008 mit der CS-Rettung vom Tisch gefegt. Darum die Frage an Sie: Kann die neue Supergroßbank UBS überhaupt ohne faktische Staatsgarantie bestehen? Ja, das ist die ganz, ganz zentrale Frage, die sich uns stellt, oder? Weil Sie also sagen zu Recht, oder? Und ich bin nach wie vor der Meinung, wir können nicht überzeugt über eine Marktwirtschaft sprechen und einfach akzeptieren, dass ganz große Unternehmen, die sich in guten Zeiten dumm und dämlich verdienen, dann gerettet werden durch den Staat, wenn es wirklich schlecht läuft. Das ist einfach inakzeptabel, das kann man nicht vermitteln, oder? Und jetzt ist es einmal passiert im 2008, jetzt ist es ein zweites Mal passiert, was wir werden vielleicht auch darüber reden, was da genau dahinter ist, aber es darf kein drittes Mal passieren, oder? Ich glaube, das wäre ja nicht vermittelbar. Aber im Moment hat natürlich die UBS eine Staatsgarantie, ist keine Frage. Das heißt, es ist Handlungsbedarf da. Klar, im Nachhinein sind wir alle immer klüger und da können dann die schönen Analysen ziehen. Aber es ist ja auch die kritische Frage an Sie. Man sagt ja, Professor Brunetti, das ist der Vater eben dieses Gesetzes. Hat Es gibt die so viele Leute, die da viel ja, gemacht haben dazu. hat diese Too Big to Fail-Regulierung angesichts eben der CS-Rettung nichts oder sagen wir es mal so, zu wenig gebracht? Das ist eine absolut berechtigte und wichtige Frage. Ich würde mal sagen, ich mache mal den einfachen Teil. Wo sie etwas gebracht hat, ist sicher im Going Concern. Also wenn die Bank lebt, haben die Großbanken haben wesentlich mehr Kapital, wesentlich mehr Liquidität. Ich glaube, wenn wir mit den Kapital- und Liquiditätsausstattungen von 2008 in die Pandemie gekommen wären, hätten wir wahrscheinlich schon in der Pandemie größte Finanzmarktturbulenz gehabt. Das hat es gebracht. Aber das reicht natürlich nicht. Too big to fail ist nur dann wirklich gelöst, wenn halt die Wahrscheinlichkeit wird zwar kleiner aber sie ist nicht null, dass eine Krise passiert und dann muss die Bank abgewickelt werden können. Und jetzt müssen wir einfach analysieren, was ist passiert an diesem Sonntag. Sehr schnell hat man das Narrativ, ja, das ist einfach gescheitert, dieser zweite Teil des Too Big to Fail, das hat man halt nicht angewendet und damit ist es gescheitert. Ich bin ein bisschen optimistisch, also nein, ich bin nicht optimistisch, ich hoffe, dass die Interpretation stimmt. Man hätte es durchziehen können, aber es gab eine weniger disruptive Lösung, die man gefunden hat. Und das wäre natürlich das erste Mal gewesen, dass man eine globale Bank abgewickelt hätte. Aber meines Erachtens ist es nicht bewiesen, dass das nicht funktioniert hätte. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn wir tatsächlich, was ja möglich ist, in der Analyse zum Schluss kommen, es ist nicht möglich. Wir können eine Großbank nicht abwickeln, global. Ja, dann müssen wir eigentlich die letzten 10 Jahre internationale Regulierung dieser Richtung müssen wir komplett neu denken und dann gibt es nichts anderes, als ins Geschäftsmodell der Bank hinein zu regulieren. Und das kann auch nicht im Interesse der UBS sein. Inzwischen sind seit der Notrettung der Credit Suisse durch den Staaten die eben verordnete Notübernahme der CS durch die UBS mehr als 2 Monate ins Land gezogen. Welche besten Lösungen? Sie haben es jetzt kurz angesprochen, hätte es tatsächlich gegeben? Also, Inzwischen können wir ja das bereits etwas ruhiger auch diskutieren. wir können das meines Erachtens nicht besser beurteilen als vor 2 Monaten, weil wir müssen, ich meine, was man zumindest sagen kann, das, was man gemacht hat, war zwar außerordentlich hässlich in verschiedener Hinsicht, aber es hat immerhin die Situation stabilisiert. Es hat nicht zu einer sehr großen Turbulenzen geführt. Warum sage ich, wir können es nicht beurteilen? Weil wir zuerst genau analysieren müssen, was
wir können das nie genau wissen, aber viel genauer verstehen können, was sind genau diese Risiken, wenn man heute sagt, das hätte eine globale Finanzkrise ausgelöst. Das ist für mich zu simpel, das zu sagen. Man muss sagen, was ist genau, welche Befürchtung hatte man, welches Geschäft war es, welche Partnerländer, welche Partnerinstitutionen, wo wirklich das Problem entstanden wäre. Da braucht es viel mehr Analyse, um das zu verstehen, um zu sagen, was wäre passiert, wenn man diesen Schritt gegangen wäre. Was für mich ein kompletter No-Go ist, was gewisse Leute noch gesagt haben, wäre ja möglich, dass der Staat das temporär übernimmt. Ein kompletter Horror. Stellen Sie sich mal vor, was das heißt. Da wäre am Montagmorgen wäre der Bund aufgewacht mit einer dysfunktionalen Großbank in seinem Besitz, die er hätte führen müssen. Ich meine, ich habe beim Bund gearbeitet. Das wären Leute wie ich gewesen, die man gefragt hätte, ja, was machen wir jetzt mit dem Ding? Keine Ahnung. Woher soll ich das wissen? Ich bin nicht der Experte im Führen einer Großbank. Und man hat ja auch nicht ein Ersatzmanagement da. Also ich glaube, das wäre ein wahnwitziges Risiko gewesen. Und ob das die Situation stabilisiert hätte, hätte ich ganz große Fragezeichen. Wobei es wurde ja argumentiert, sie hätten einfach mehr Zeit bekommen. Das war ja letztendlich der Punkt. Zuerst ist auch die Zeit davon gegangen. Ja, aber ich meine, die Grundrichtung war ja nicht falsch, was Sie gemacht haben. Ganz am Schluss, sagen wir es mal so. Das ist schwer zu beurteilen, aber ich meine, das Problem wäre der Montag gewesen. Ja. Oder? Hätte man wirklich, ich meine, was hätte der Bund sagen können, macht er jetzt besser als das bisherige Management, dass jetzt tatsächlich die Chance besteht, dass in naher Zukunft eine Verbesserung kommt? Mir fehlt der Glaube, dass die Märkte den Behörden geglaubt hätten, dass sie diese Bank führen können. Ich zitiere den früheren Finanzminister Ueli Maurer, gebt der CS Zeit, lasst sie jetzt mal machen. Das hätte also doch nicht gereicht. Nein. Im Zuge der Big-to-Fail-Regulierung wurden ja zusätzliche Kapitalinstrumente wie die AT1-Anleihen eingeführt, die im Krisenfall Verluste absorbieren. Das ist an sich bei der CS geschehen, doch inzwischen klagen viele Investoren gegen den Bund, also beispielsweise selbst auch die Mikropensionskasse sind diverse Anleger, die da aktiv sind. Wird damit auch dieser Teil der Regulierung letztendlich in Frage gestellt? Also ich muss vorausschicken, dass ich nicht Jurist bin, darum kann ich es nicht abschließend beurteilen. Aber was ich ganz sicher abschließend beurteilen kann, ist, dass das genau so gelaufen ist, wie das eigentlich angedacht ist und wie es eigentlich, wenn man den Prospekt gelesen hat, auch glasklar dort gestanden ist. Oder man, ich glaube, es gibt auch eine gewisse Fehlinterpretation, dass man die AT1s mit den Bail-in-Bonds verwechselt, oder? Also die AT1-Bonds sind ein Instrument für den Going Concern. Das heißt, wenn die Bank lebt, wenn sie nicht in die Resolution übergeführt wird, wenn sie lebt, aber in Schwierigkeiten kommt, kann sie stabilisiert werden, unter anderem mit, wenn halt eine staatliche Beteiligung ist, mit dieser Umwandlung. Und das ist eigentlich von der ökonomischen und von der konzeptionellen Sache her klar, dass das genau die Konstellation ist, für die das gebaut ist. Jetzt kann man natürlich, gibt es wahrscheinlich juristische Spitzfindigkeiten, war das jetzt wirklich eine staatliche Aktion und so weiter, das kann ich nicht beurteilen. Oder? Aber ich sage einfach, von der Sache her ist das genau die Idee. Man ist nicht in diese Resolution gegangen. Wenn man in die Resolution gegangen wäre, hätte man auch die Bail-in-Bonds, aber die wären nicht abgeschrieben worden, sondern in Eigenkapital gewandelt worden. Oder? Das ist ein anderes Instrument. Aber da hätte man über 50 Milliarden noch zusätzlich an Kapital gehabt, wenn man diesen Schritt gegangen wäre. Natürlich ist die Frage, ob diese AT1s in Zukunft noch funktionieren, aber dann muss man halt die AT1s durch zusätzliches Eigenkapital ersetzen. Wenn das nicht funktioniert. Nach den Erfahrungen, die wir jetzt eben mit der CS auch gesehen haben, ist es überhaupt möglich, aus Ihrer Perspektive eine systemrelevante Bank ganz ohne Staatsgarantie zu betreiben in der Schweiz? Das ist für mich die entscheidende Frage. Wenn die Antwort darauf nein ist, dann kann man meines Erachtens nicht akzeptieren, dass eine solche große Bank in der Schweiz ist. Schlicht und einfach. Weil das in Konsequenz heißt, ist, dass der Staat letztlich gerade steht für Risiken von einer global tätigen Bank, die er selber nicht wirklich durchschauen kann, logischerweise, muss er für die Risiken gerade stehen. Wenn es gut läuft, dann sind die Verdienste bei den Privaten. Wenn es schlecht läuft, muss der Staat einspringen. Ich meine, das kann man einfach niemandem vermitteln, dass das das Modell sein kann. Es kann man sagen, es ist zweimal schief gegangen, also ein drittes Mal darf das einfach nicht mehr schief gehen. Also ich möchte ganz klar sagen, für mich der klare First Best ist,
dass man das, den Weg, den man beschritten hat, die globale Abwickelbarkeit, dass man zuerst mal analysiert, hätte man es machen können. Wenn man es nicht hätte machen können, warum hätte man es nicht machen können? Kann man dort gewisse Anpassungen machen in internationalen Regulierungen, was durchaus denkbar ist? Und erst wenn man dort zum Schluss kommt, zweimal nein, es geht nicht, dann stellt sich die Frage, was machen wir jetzt? Und dann gibt es nichts anderes, als ein Geschäftsmodell dieser Bank hinein zu regulieren. Leider. Und der CEO Sergio Ermotti würde Ihnen natürlich jetzt ganz grundsätzlich widersprechen. Laut ihm ist nicht too big to fail das Problem, sondern, Sie erinnern sich an das Zitat, sondern too small to survive. Eben die UBS sei nicht ein zu großes Risiko für die Schweiz. Wie sehen Sie es jetzt? Ich meine, aus Sicht einer Großbank verstehe ich das völlig, diese Argumentation, natürlich. Die UBS hat die Ambition, ein globaler Player zu sein. Mhm. Und wenn sie das ist und konkursfähig ist, ist das super auch für die Schweiz. Dann ist das etwas, was voll zu unterstützen ist. Aber der entscheidende Punkt ist, das funktioniert meines Erachtens nur, wenn die Bank Konkurs gehen kann. Wenn sie nicht Konkurs gehen kann, dann darf sie sicher nicht noch weiter wachsen. Oder? Mhm. Und deshalb eigentlich das Interesse von der UBS muss ganz stark sein, zu investieren in die globale Abwickelbarkeit und überzeugen zu sagen, dass das möglich ist, oder? Mhm. Dann ist nichts gegen die grundsätzliche Ambition einzuwenden. Aber solange die Bank eine Staatsgarantie hat, solange sie nicht Konkurs gehen will, kann, ist das natürlich eine ganz schlechte, aus Sicht der schweizerischen Volkswirtschaft, eine ganz schlechte Entwicklung, wenn man in diese Richtung geht. Bevor ich da die Diskussion auch öffne, Ihnen ebenfalls die Möglichkeit gebe, Ihre Fragen einzubringen, nochmals etwas tiefer die Frage der Regulierung. Sie haben gesagt, der Königsweg der globalen Abwicklungsfähigkeit einer Großbank sollte nicht vorschnell aufgegeben werden. Und jetzt, wie soll dann jetzt diese neue UBS reguliert werden? Ich meine, das fragen sich jetzt alle Politiker, die sich dann in den nächsten Wochen und Monaten damit beschäftigen müssen. Deshalb ist es absolut entscheidend, diesen Fall zu analysieren und plausible alternative Krisenszenarien zu analysieren. Was würde passieren, wenn man sie Konkurs gehen lassen würde? Und da gibt es eben die drei Möglichkeiten. Entweder es wäre gegangen, man hatte sich umsonst Sorgen gemacht, man hat einfach das Risiko nicht gehen wollen, aber war ja eigentlich gar kein Risiko gewesen. Zweiter Outcome ist, man hätte es zwar durchdrücken können, aber es hätte wahrscheinlich ziemlich starke Turbulenzen ausgelöst, weil man dort und dort noch anpassen muss, die Regulierung. Und die dritte Outcome ist, was auch immer man macht, es geht nicht, diese globale Abwickelbarkeit. Und nur in diesem dritten Fall gibt es aus meiner Sicht einen Grund, in das Geschäftsmodell der Bank hinein zu regulieren. Nur dann. Und deshalb ist für mich die PUC ist eine gute Sache, aber die PUC ist rückwärts gerichtet. Die wird vor allem schauen, who's to blame oder wer hätte wann eingreifen können. Das ist alles politisch sehr interessant und relevant, aber nicht für diese Frage. Oder? Für die Frage ist eher etwas, was die Regulatoren im internationalen Kontext, was auch im Rahmen eines Financial Stability Boards analysiert werden muss. Die Leute, die wirklich nahe dran sind, das kann ich von außen auch nicht analysieren. Da muss man wirklich sehen, in welchen einzelnen Geschäften waren welche Risiken drin. Und ich hoffe wirklich, im Moment habe ich etwas den Eindruck, man konzentriert sich sehr stark auf die Aufarbeitung dieses Falles, was ich politisch verstehe. Aber die viel wichtigere Frage ist die ich gestellt habe oder die sich offensichtlich stellt. Kann man dieses internationale, die globale Abwickelbarkeit, kann man dieses Konzept retten? Das ist die entscheidende Frage. Ja, ich möchte gerne die Diskussion öffnen. Wer möchte direkt eine Frage an Professor Brunetti stellen? Ja, bitteschön. Herr Professor Brunetti, Sie haben in Ihren Ausführungen am Anfang und auch jetzt in der Diskussion davon gesprochen, dass die Zentralbanken eine Fehleinschätzung der Inflation gemacht haben. Meiner Meinung nach ist das nur ein Teil des Problems, das ich allerdings natürlich unterstütze, Ihre Meinung. Aber Sie waren natürlich auch in einem gewissen Zielkonflikt aufgrund der Schuldensituation in gewissen Ländern. Und darum ja auch das Quantitative Easing, das viel zu lange aufgrund eben auch der Schuldensituation, aber auch der Inflationserwartungen vom FED, aber vor allem von Herrn von Lagarde gewacht war. Das ist eine Frage, respektive eine Bemerkung. Und zweitens zur CS. Also ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert wäre am Montag. Weil gemäß Herrn Körner war die Bank effektiv tot, kaputt, pleite. Und wenn ich mir überlege, wie auch der Druck aus England, aus den Vereinigten Staaten,
die ja immer besser informiert waren als der Schweizer Finanzplatz und die Schweizer Presse, was da für ein Druck herrschte, eine Lösung zu finden, die eben nicht in einer Lehman-Situation, und die war ja bös, geendet hat, bin ich der Meinung, dass das Vorgehen wahrscheinlich des Bundes wie auch der ÜBS, die einigermaßen zum Teil gezwungen, zum Teil auch ein Schnäppchen ja gemacht hat, wenn man die Informationen glaubt, glaube ich, war das wirklich die einzig richtige Lösung. Ja. Danke vielmals. Vielleicht zuerst Inflation, ja. Ah, ich hätte jetzt mal angefangen, mit der Inflation anfangen. Was man hier wirklich, man muss einen Unterschied machen, hier meines Erachtens, zwischen der Situation der EZB und den anderen Zentralbanken, oder? Natürlich sagt man generell, dass die Schuldensituation etwas ist, wo man ein bisschen Inflation gerne hätte. Ich meine, das ist ein kurzfristiges Argument, längerfristig spielt das nicht überhaupt nicht, weil man muss ja die Schulden erneuern, oder? Aber auch kurzfristig, ich hoffe doch zumindest, dass die Zentralbanken genügend unabhängig sind von den Finanzministerien, dass sie zwar das von den Finanzministerien hören, aber das nicht zu quasi sagen, ja, dann akzeptieren wir halt eine hohe Inflation, weil sie werden an der Inflation gemessen. Das heißt, ich mache mir da weniger Sorgen jetzt bei den USA oder bei der Schweiz sowieso nicht, aber bei der EZB, und zwar nicht, weil hier Frau Lagarde eine spezielle Politik macht, sondern weil dort halt dieses zusätzliche Aspekt dazu kommt, dass die Eurozone eine Fehlkonstruktion ist, wo einfach zu unterschiedliche Länder zusammen sind. Und wir haben es bei der Euro-Krise gesehen, was passiert, oder wenn dann plötzlich die Zinsen in einem Land extrem nach oben schießen. Und deshalb hat die EZB diese zusätzliche Restriktion. Sie will die Zinsen erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen, aber sie muss aufpassen, dass nicht plötzlich diese Zinsdifferenzen extrem aufgehen. Und deshalb verstehe ich, dass die EZB etwas länger gezögert hat und zuerst auch ein Statement in diese Richtung gemacht hat. Die EZB ist in einer schwierigeren Situation da. Und das ist ein strukturelles Problem, das aus dem Fehler kommt, dass man diese Eurozone so konstruiert hat. Jetzt die andere Frage. Da könnte ich natürlich sehr viel dazu sagen, aber ich möchte es kurz halten. Oder? Sie sagen Lehman-Situation. Ich meine, wir sind immerhin nicht mehr in 2008. Oder in 2008 gab es nichts an Too-Big-to-Fail-Regulierung. Man ist eigentlich völlig naiv gewesen und hat sich gar nicht ausgemalt, dass so etwas passieren könnte. Oder? Seit 2008 regulieren wir seit 10 Jahren lang relativ intensiv. Und fragen Sie mal die Banken, ich glaube, die fühlen sich ziemlich reguliert. Oder? Also da wurde es sehr viel passiert, um genau für solche Konstellationen eigentlich die Möglichkeit zu schaffen, dass man diesen Schritt gehen kann. Das heißt, ich glaube, mit dem 2008 kann man es deshalb nicht vergleichen. Aber Sie können natürlich recht haben, dass trotz all dieser Regulierung man halt trotzdem ein Lehman-Ereignis ausgelöst hätte. Und ich habe ja gesagt, das ist eine Möglichkeit. Es ist möglich, dass es nicht gegangen wäre. Für mich ist es absolut noch nicht bewiesen, aber es ist möglich. Jetzt, was der Druck der ausländischen Regulatoren ist, ja, ich meine, das ist ja logisch. Ich meine, für die Ausländer, niemand hat je gesagt, dass die Abwicklung einer Großbank irgendein Spaziergang sein wird und einfach sein wird. Der wird ganz viele Turbulenzen auslösen, nicht nur in der Schweiz, sondern überall, wo diese Bank tätig ist. Ist ja logisch, dass die den Schweizern sagen, jetzt schaut mal, dass ihr das in Ordnung bringt, das ist für uns viel besser. Aber nicht, weil sie nicht gewusst hätten, was passiert wäre, wenn man es abgewickelt hätte. Das hat man seit 10 Jahren vorbereitet. Die hätten genau gewusst, was an dem Montag passiert. Oder? Aber sie haben es vielleicht nicht gern gehabt. Und mir macht das deshalb sehr große Sorgen. Wenn man jetzt so quasi, man hat das Narrativ gehört, ja, die Schweiz hat die Weltwirtschaft gerettet mit dieser Aktion. Das hat man gehört, diese Aussage von maßgeblicher Stelle. Das ist eine sehr gefährliche Aussage, weil das ist die Erwartung dann fürs nächste Mal. Oder? Da heißt das eigentlich, das bleibt dann eigentlich, das ist dann, wird allgemein erwartet, dass dieser Ding von uns gelöst wird. Und das dürfen wir auf gar keinen Fall zulassen. Oder? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir entweder jetzt das globale Regime wirklich glaubwürdig hinkriegen oder sonst halt selbst regulieren. Weil diesen Kelch möchten wir nicht haben. Es gibt dann keine UBS mehr, die UBS übernehmen kann. Mhm. Das gibt dann. Gut, aber umso mehr stellt sich die Frage, was ist jetzt bei der UBS angesagt? Das ist die Frage, genügt es beispielsweise, dass die UBS das Schweizgeschäft mit der CS abspaltet und dann zum Beispiel wieder an die Börse bringt? Genügt das? Nein, das genügt nicht. Ich fände es aus verschiedenen Gründen sehr sinnvoll, wenn das passieren würde, auch aus Sicht der UBS. Oder? Ich meine, der Arbeitsplatzabbau, der dafür bevorsteht, das ist nicht gerade ein Spaziergang, das macht sie nicht populär. Aber das löst das Problem nicht, weil das Problem ist ja, es wurde ja gesagt, das Problem war nicht in der Schweiz. Man hätte den Schweizer Teil hätte man abspalten, der Notfallplan hätte funktioniert. Ich glaube, das hat niemand groß bestritten. Das Argument war, dass global eine Krise ausgelöst worden wäre. Also das globale Problem lösen wir überhaupt nicht, indem wir die CS Schweiz herauslösen. Obwohl es für sich allein gesehen und aus Sicht der UBS meiner Sicht eine gute Idee wäre, aber das reicht nicht.
In der Politik gibt es ja, das sehen wir jetzt schon, wenn es um die künftige Regulierung der UBS geht, eine Allianz zwischen links und rechts. Das zeichnet sich jetzt eigentlich schon ab. Da besteht unter anderem die Forderung noch mehr Eigenkapital, nochmals deutlich mehr Eigenkapital, sage ich es mal so, bei den entsprechenden Banken, plus zusätzlich die Forderung nach einem Trennbankensystem. Was ist Ihre Meinung? Also das ist für mich dann ein Thema, wenn wir gesagt haben, es kann nicht funktionieren, selbst mit Reformen kann das globale Abwickeln nicht passieren. Mhm. Dann habe ich gesagt, dann müssen wir ins Geschäftsmodell der Bank hineinregulieren. Und von diesen beiden Dingen, die Sie hier sagen, ist das die zusätzlichen Kapitalanforderungen sind sicher der viel bessere Weg. Mhm. Also ist weniger disruptiv. Ich meine, das Trennbankensystem, das klingt gut, aber wenn Sie das mal durchdenken, was das bedeutet, oder? Wo genau ist die Trennlinie? Und das ist schon mal extrem schwierig. Und dann gibt es laufend Innovationen im Banking, oder? Da muss man eigentlich dauernd nachregulieren. Ja, jetzt entwickeln die ein neues Produkt. Ist das jetzt etwas, das riskant ist oder nicht? Sollten wir das da oder da? Es ist ein bürokratischer Horror, ein Trennbankensystem. Also dann ist es eigentlich besser, man hat zusätzliche Eigenkapitalanforderungen. Man muss sich einfach bewusst sein, dass das Problem nicht löst. Es reduziert die Wahrscheinlichkeit, aber nicht auf null. Wir haben noch eine Frage, ja? Ich meine einfach, in der Vergangenheit gab es ja immer wieder Finanzkrisen von Finanzkrisen. Und ich glaube nicht, dass wir jetzt in den nächsten 50 oder 100 Jahren keine Finanzkrise mehr sehen. Glauben Sie, wir können das stabilisieren, dass wir das nicht wieder her... Ich sage jetzt nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. Kann man da wirklich jetzt was machen, dass man sagt, oder muss man alle diese Großbanken zerschlagen in 100 Teile, damit dass wir können sagen, okay, wir können uns einen Bankenkonkurs leisten, das macht uns nichts aus. Ich meine, das ist die absolute Kernfrage. Bis jetzt ist man klar davon ausgegangen, man kann eine globale Abwickelbarkeit, das ist kein Spaziergang, man muss die Bank sehr, sehr umorganisieren, gegen die betriebswirtschaftliche Logik umorganisieren, aber es funktioniert grundsätzlich. Und für mich ist durch das CS-Ereignis nicht bewiesen, dass es nicht funktioniert, weil man ist den Weg nicht gegangen. Aber ich glaube, es ist wirklich genau das, es ist der viel liberalere und unbürokratischere Weg, wenn man so reguliert, oder wenn man die Regulation macht, ihr müsst einfach abwickelbar sein, sonst könnt ihr machen, was ihr wollt. Aber wenn man wirklich zum Schluss kommt in der Analyse dieses Falles und vom alternativen Szenario, dass es einfach nicht geht, weil es eben kein globales Konkursrecht gibt, dann, ja, man muss nicht gerade in 1000 Einzelteile schlagen, aber dann gibt es nichts anderes, als das Geschäftsmodell der Banken zu regulieren. Und da von diesem und dort ist es noch am effektivsten meines Erachtens, wenn man deutlich höhere Eigenkapitalanforderungen hat. Ja, so weit würde ich jetzt nicht gerade gehen. Ein bisschen Fristentransformation kann man schon noch machen, aber es braucht sicher mehr verlusttragendes Kapital dann, damit die Wahrscheinlichkeit zumindest deutlich kleiner ist, das, was passiert. Wir könnten auch darüber wahrscheinlich noch weitere 2 Stunden diskutieren. Ich möchte ganz am Schluss noch ein Thema ansprechen, ein anderes Thema, das Thema Wachstum. Sie waren früher, Sie haben es kurz erwähnt, waren Sie Chefökonom im Staatssekretariat für Wirtschaft, SECO, und gelten als einer der einflussreichsten Ökonomen des Landes. Sie haben aber immer eben auch zum Thema Wachstum geforscht. Sie haben das ganz am Anfang auch erwähnt. Jetzt, ja, die Schweiz wächst, aber in einem anderen Sinne, nämlich bevölkerungsmäßig. Die Wohnbevölkerung der Schweiz nimmt stark zu. Was bedeutet dies letztendlich für das wirtschaftliche Wachstum, wenn Sie da etwas jetzt nach vorn schauen, der Schweiz? Das Wachstum kann ja aus es gibt zwei Quellen des Wachstums. Entweder man hat mehr Stunden, das heißt mehr Leute, oder man produziert mehr pro Stunde, das ist die Produktivität. Mhm. Und das Wachstum ist immer eine Zusammensetzung dieser beiden Dinge. Und was man in der Schweiz, es gibt jetzt neue Analysen, genau als Reaktion darauf, die eigentlich zeigen, dass auch das Produktivitätswachstum in den letzten Jahren in der Schweiz relativ gut war. Mhm. Ein Teil des Wachstums ist erklärbar durch zusätzliche Immigration und zusätzliche gearbeitete Stunden, aber ein ziemlicher Teil ist auch durch das Produktivitätswachstum zu erklären. Jetzt natürlich könnte man argumentieren, wir wollen nur noch Produktivitätswachstum und gar kein Immigration mehr. Das Problem ist nur, dass die Immigration zumindest Teile natürlich relativ produktivitätssteigernd sind, weil gewisse Lücken gefüllt werden, die kurzfristig nicht einfach gefüllt werden können. Ich kann nur sagen, wenn man ein gewisses Wachstum haben will in den nächsten Jahren, dann braucht man wahrscheinlich offene Märkte, braucht man etwas wie die Personenfreizügigkeit oder zumindest Abkommen mit der EU. Wenn aber die Meinung ist, dass wir auf dieses Wachstum verzichten können, muss man einfach klar sein, dann wird das durchschnittliche Wachstum in der Schweiz in den nächsten Jahren deutlich tiefer sein. Mhm. Weil dann hätte man nicht nur die
zurückgehende Immigration, sondern man hat eben auch noch die Bevölkerungsalterung, die dazu führt, dass natürlich die geleisteten Arbeitsstunden in den nächsten Jahren deutlich zurückgehen werden. Also wenn man bereit ist, deutlich auf Wachstum zu verzichten, dann kann man diesen Weg gehen, aber das ist eine Einschätzungsfrage. Klar, und das wird dann sehr schnell sehr politisch. Darum die Schlussfrage an Sie eben. Sie haben da tief auch geforscht. Ihre Meinung, welche Wachstumspolitik sollte die Schweiz aus Ihrer Sicht letztendlich betreiben? Sie haben die Demografie auch angesprochen, das war interessant im Kontext von Inflation. Welche Wachstumspolitik ist für unser Land sinnvoll? Also grundsätzlich ist die wirtschaftspolitische Ausrichtung, auch die wachstumspolitische Ausrichtung der Schweiz ziemlich gut, auch im internationalen Vergleich. Nicht nur wegen dem Wachstum, sondern auch wegen der Resilienz der Wirtschaft. Ich glaube, wenn ich einen Faktor rausgreife, wo wir einfach aufpassen müssen, wenn wir dort nichts tun, dann werden wir einen stark negativen Wachstumsimpuls haben, ist, wir müssen dieses Problem mit der europäischen Integration lösen. Weil die bilateralen Verträge sind einer der Pfeiler, man kann das jetzt gut oder schlecht finden, aus politischen Gründen, aber es ist einer der Pfeiler für das sehr resiliente und starke Wachstum der Schweiz in den letzten 20 Jahren. Und das, wenn wir nichts tun, erodiert das Jahr für Jahr. Und das muss man einfach bewusst sein. Als wir zum EWR Nein gesagt haben, haben wir eine Alternative gefunden, nämlich mit dem Bilateralismus. Aber zum Bilateralismus haben wir dann keine Alternative mehr. Wenn wir das nicht machen, diese bilateralen Verträge, wenn wir da nicht weitergehen in diesem Bereich, dann wird einfach der Marktzugang immer schwieriger mit unserem wichtigsten Handelspartner. Und das wird Kosten haben. Also wenn Sie, das ist der Bereich, wo ich am meisten eigentlich Risiken sehe für die Wirtschaftsentwicklung der mittelfristigen der Schweiz. Eigentlich wollte ich da abschließen, aber wenn wir jetzt bei der Politik sind, bringe ich eine letzte Frage. Nämlich, Sie waren ja viele Jahre lang waren Sie eben Leiter der Direktion für Wirtschaftspolitik im Staatssekretariat für Wirtschaftsseco. Da erlebten Sie gleich mehrere Bundesräte. Ich habe mir das aufgeschrieben. Bundesräte Pascal Couchepin, Josef Theis, Doris Leuthard und Johann Schneider-Ammann. So, wie nehmen Sie heute den Bundesrat aus der Perspektive des Professors? Wie nehmen Sie heute die Landesregierung und den Bundesrat wahr? Gut, für mich ist es jetzt schwierig, weil ich möchte ja nicht sagen, quasi wo ich dort war, war es gut und jetzt ist es schlecht. Also deshalb beurteile ich eigentlich nicht die grundsätzliche Wirtschaft. Aber zumindest muss man mal sagen, die Schweiz war in den Zeiten, wo ich dort war, relativ resilient und sie ist immer noch ziemlich resilient. Oder? Also wenn wir zum Beispiel die Pandemie, das ist auch ein gewaltiger Schock gewesen. Mhm. Diese Inflation, das ist gekommen, das ist ein ziemlicher Schock. In all diesen Schocks der letzten Jahre und Jahrzehnte ist die Schweiz eigentlich, wenn wir mal die 90er Jahre weglassen, da war es ganz anders, ist sie eigentlich vergleichsweise gut durchgekommen. Wir haben einfach einen guten wirtschaftspolitischen Mix und der ist, glaube ich, auch im Moment noch, der Bundesrat besteht ein gewisser Grundkonsens für eine liberal ausgerichtete Wirtschaft, den ich nicht grundsätzlich in Gefahr sehe. Das ist das, was ich eigentlich sagen würde. Ich glaube, es hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, unsere Diskussion hat gezeigt, bei der Eindämmung der Inflation, das Hauptthema heute Nachmittag, sind die Notenbanken mit großen Herausforderungen konfrontiert. Zusätzliche Straffungen, das hat uns Professor Brunetti ganz klar gesagt, dürften auch künftig nötig sein. Es muss sich noch zeigen, ob die Märkte bezüglich einer Zinspause vielleicht nicht eben doch zu optimistisch sind. Da haben Sie ja ganz klar eine andere Meinung vertreten. Große Herausforderungen stehen auch bei der Bankenregulierung bevor. Nach dem faktischen Zusammenbruch der Credit Suisse hier und der Notübernahme der CS durch die UBS. Dennoch, das haben Sie betont, sollte genau eben dieser Königsweg der globalen Abwicklungsfähigkeit einer Großbank nicht vorschnell aufgegeben werden. Ich bedanke mich bei Ihnen, Professor Aimo Brunetti, für Ihre interessanten Analysen, für die spannende Diskussion und die vielen Impulse, die wir heute Nachmittag von Ihnen bekommen haben. Ihnen danke ich ebenfalls für Ihre Inputs, für Ihre Fragen. Die Diskussion zusätzlich belegt. Ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute im schwierigen Anlagejahr 2023. Gute Nerven und eben auch den Mut, da die Chancen, die sich uns allen bieten, weiter zu packen. Danke, dass Sie dabei waren. Ich gebe gerne das Wort zurück an André Bock und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Danke vielmals. Merci.